willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein neues Fashion-Video für euch und ich freue mich extrem. Ich habe schon so lange kein Fashion-Video mehr online gestellt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon extrem lange nichts mehr geshoppt oder was Neues gekauft. Und jetzt, als ich so meinen neuen Kleiderschrank eingeräumt habe, ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich so komplett meinen Style geändert habe und dass mir eigentlich gar nichts mehr so richtig gefällt. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar neue Sachen gekauft für den Uni-Start und so richtig herbstliche, coole Sachen. Und ich freue mich schon so darauf, euch die Sachen zu zeigen. Ich habe sie noch nicht anprobiert. Ich werde mit euch zusammen die Sachen anprobieren. Und zwar habe ich einmal bei Bull & Bear bestellt. Falls ihr mich verfolgt, dann wisst ihr, ich liebe Bull & Bear. Und ich liebe die Mode dort einfach. Und es gibt aber leider in Innsbruck, wo ich wohne, keinen Bull & Bear. Deswegen habe ich jetzt mal bestellt. Ich habe noch nie bei Bull & Bear bestellt, aber genau. Und bei Stradivarius habe ich auch bestellt. Und ja, da werde ich euch jetzt ein paar Sachen zeigen und es ist ein XXL Haul. Ich habe sowohl Pullis gekauft, ich habe Schuhe, ich habe Hosen, ich habe Oberteile, ich habe Jacken, also da ist alles dabei. Ich bin noch dabei herauszuprobieren, wo der beste Hintergrund ist für solche Fashion-Videos und meine Lichterboxen sind auch noch nicht hier in der Wohnung, deswegen ich bin gerade noch so beim Ausprobieren, aber ich hoffe, das passt so. Ich habe das jetzt alles mal so hier provisorisch hingestellt und ja, bin excited. Das wird jetzt so ein kleiner Back to Uni Fashion Try-on Haul und ich schaue, dass ich alle Sachen in der Infobox verlinke, falls ich sie finde. Da könnt ihr dann da gerne nachschauen, ist alles aktuell, wie gesagt. Und jetzt starten wir mal mit Bull & Bear. Hier habe ich ein riesengroßes Paket, wie ihr sehen könnt. Ich habe ein paar Sachen, habe ich für meine Schwester noch mitbestellt. Die muss ich jetzt aussortieren. Fangen wir zuerst mal mit den Hosen an. Und ich bin ein absolut großer Fan von Mom Jeans. Ich liebe Mom Jeans. Ich finde, die steht einfach jeder Figur. Jede Figur steht Bombe aus in Mom Jeans. Deswegen habe ich mir zwei neue Mom Jeans gekauft. Einmal das hier, das ist so mit so Riffel drinnen. Also Riffel, sagt man Riffel, mit so gerissenen Style. Hier unten ist das so abgeschnitten. Ich bin mega gespannt, wie das hier angezogen aussieht. Hier hinten hat das auch noch so Risse drinnen. Und sie fühlt sich mega, mega gut an. Ich bin schon echt gespannt und freue mich. Leute, wie cool ist diese Hose? Ich finde, die sitzt so gut. Das ist so eine perfekte Mom Jean einfach. Ich bin so begeistert. Ich bräuchte auch da hier gar keinen Gürtel. Und das finde ich halt ist so perfekt bei einer Mom Jean. Ich finde, das fühlt sich auch so angenehm an. Also der Jeansstoff ist so angenehm zum Tragen. Ich zeige euch das jetzt noch vor einer weiteren Entfernung. So sieht das jetzt aus von einer weiteren Entfernung. Yay! Finde ich richtig schön. Dann habe ich noch eine Mom Jean bestellt. Ich habe übrigens die Größe S, also ich bin 1,63 Meter groß, falls sich da irgendjemand an mir orientieren möchte. Und nehme eigentlich immer die Größe 36. Ich hoffe, dass das passt. Also meistens passt auch 34, weil ich ziemlich kleine Füße habe. Das hier ist das nächste. Das ist einfach eine ganz, ganz normale Mom Jean ohne irgendwelche Risse oder sonst was. Bin auch schon sehr, sehr gespannt darauf und freue mich schon, das anzuprobieren. Die finde ich auch mega schön. Nur bei der Hose ist es so, dass ich einen Gürtel bräuchte. Also hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Gürtel. Aber ansonsten finde ich die auch mega schön. Die sitzt auch richtig gut und ich finde den Stoff auch mega schön. Und die Farbe von dem Jeansstoff finde ich auch richtig, richtig schön. Dann habe ich mich mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone gewagt und habe mal was bestellt, was ich noch nie hatte und noch nie besitze. Und zwar so einen Rock hier. Ich finde, die sind so cool und so stylisch. Mit so einem weißen Pullover drüber finde ich das richtig, richtig cool. Und mit einer Strumpfhose so richtig herbstlich. Und die haben hier solche Schlitze, so ganz kleine. Finde ich auch mega, mega cool. Ich mag auch die Farbe richtig gerne. Das ist so ein Blau, Braun, Schwarz, Beige. Ja, finde ich richtig, richtig cute. Auch in Größe S bestellt. Bin auch schon gespannt, ob mir das gut passt. Das hier ist der Rock. Den finde ich auch so cool irgendwie. Also eigentlich gar nicht so mein Stil und habe ich auch noch nie gehabt sowas. Aber vor allem auch mit dem T-Shirt finde ich das so cool. Der sitzt zwar oben ein bisschen locker, aber ich finde das jetzt gar nicht schlimm. Also kann man den sonst noch ein bisschen runterziehen. Den finde ich auch richtig cool irgendwie so mit einer Strumpfhose und mit so höheren Schuhen. Also so Overknees oder so finde ich den
richtig, richtig cool. Sitzt auch hinten mega schön. Und ich finde auch die Schlitze hier vorne irgendwie voll cool. Also der gefällt mir. Ich muss mir noch überlegen, ob ich den nehme. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich den nehmen soll. Weil wenn ihr das Video seht, also ich lade das Video morgen online. Das heißt, ich kann den immer noch behalten oder zurückschicken. Dann habe ich mir ein etwas höheres T-Shirt gekauft. Da hat mich ehrlich gesagt einfach die Farbe komplett umgehauen. Also ich bin so ein Fan von so einem Rostrot. Ich weiß nicht, ob das Rostrot heißt, aber ich finde, das sieht halt so aus. Sieht man das gut? Ja, das ist mega, mega cute. Auch, dass das unten hier so gewellt ist, finde ich halt richtig, richtig cool. Und dass das so Rippen drinnen hat und dann auch noch ein bisschen höher geht. Ja, ich liebe einfach sowas. Und dann ist es noch gecroppt, also das ist wirklich was, was ganz genau zu mir passt und ich glaube, das passt mir. Das passt mir einfach. Das hier ist das Oberteil, das finde ich mega cool. Also das nehme ich hundertprozentig, das gefällt mir mega. Das sitzt auch richtig, richtig gut und ja, ich finde das einfach, wie gesagt, mit den Details hier richtig schön. Mit dem Kragen hier, genauso ein Oberteil wollte ich. Ich überlege es mir sogar noch in Schwarz und in Weiß zu holen. Ich glaube, das gibt es in 3 verschiedenen Farben. Und ja, das kann man mit allem anziehen, also mit einer High-Waist-Hose, mit einem Rock. Ich finde das einfach mega, mega cool. Dann habe ich mir noch Schuhe bestellt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die passen. Und zwar sind das weiße Schuhe mit so ein bisschen einen Absatz. Also das ist ein ziemlich großer Absatz. Der geht von vorne bis hinten. Und ich bin gespannt, wie das aussieht. Fand das irgendwie auch richtig cool. Mal, also das ist jetzt nicht wirklich weiß, das ist so beige und das ist so ganz was anderes, was ich sonst immer habe. Und ich wollte so ein bisschen eben meinen Style ändern und mal so ein bisschen was anderes ausprobieren. Und das finde ich eigentlich mega cool. Hier nochmal den Namen. Auf das war ich, glaube ich, am allermeisten gespannt. Und zwar diese Jacke hier. Das ist so eine Hemdjacke und die ist ja im Moment so extrem modern. Also die gibt es wirklich in jedem Geschäft. Die gibt es in H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear. Die gibt es wirklich überall und jetzt habe ich mich eben für diese entschieden. Die sieht auch so cool aus. Ja, ich bin eben, wie gesagt, ein bisschen kleiner und deswegen habe ich so bezweifelt, ob mir die gut stehen könnte. Aber ja, ich ziehe die dann auf jeden Fall an und probiere die. Und finde für den Übergang auf jeden Fall ist das richtig, richtig cool. So, ich habe jetzt auch die Jacke gleich drüber angezogen, über das Outfit. Die Jacke finde ich so schön. Also ich finde, solche T-Shirt-Jacken sind einfach so stylisch. Ich zeige es euch mal so mit dem Kragen hier. Ich finde die einfach so cool, ich weiß auch nicht. Aber mein Problem ist, oh, ich habe das falsch an. Mein Problem ist, bin ich zu klein für die Jacke oder geht das? Also ich finde sie einfach mega. Bin ich zu klein? Oder sieht die cool aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich finde die einfach richtig, richtig cool. So, das war das jetzt nochmal auf diesen Spiegel hier. Diese Jacke. Und die Schuhe. Das hier sind die Schuhe. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Passen auch mega gut irgendwie zu dem Outfit. Yay, ich bin voll happy. Jetzt sogar mit Pull & Bear. Jetzt kommen wir zu Stradivarius. Da ist das Ganze in so einem Paket angekommen. Da habe ich mir mal so einen coolen Harvard-Pullover gekauft. Den fand ich einfach richtig, richtig cool. Der ist weiß. Und ja, ich habe den in Größe M genommen. Einfach eine Größe größer, damit der so Oversize ist. Und das kann ich mir zum Beispiel auch mega gut mit dem Rock vorstellen. Den finde ich auch richtig cool. Das ist halt so ein typischer Chiller-Pullover. Also den zieht man einfach an, um zu chillen. Den finde ich richtig schön. Kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also den würde ich halt auch so daheim anziehen, aber auch irgendwie zu einer Mom ziehen. Also den kann man auch richtig gut variieren zu einem Rock. Und genau. Ich finde auch die Farben mega cool. Ich hatte eigentlich noch nie so ein Weiß mit Dunkelrot, finde ich mega schön. Dann habe ich mir einen Cardigan natürlich bestellt.
Cardigans, finde ich, sieht man auch überall im Moment, so in jedem Geschäft. Da gibt es auch eigentlich so richtig die ähnlichen. Und zwar ist das so ein bisschen ein gecroppter Cardigan, ein mega weiches Material. Ich glaube, das ist Wolle. Hier vorne drei Knöpfe. Finde ich einfach richtig, richtig süß und kann ich mir auch mega gut vorstellen mit einer Mom-Jean zusammen oder mit einem Rock zusammen. Ich liebe diesen Cardigan, der ist so angenehm zum Tragen. Der ist so perfekt und ich finde, man kann den Cardigan auch aufmachen und dann so off-the-shoulder-mäßig tragen. Das finde ich halt auch mega schön. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Oh, diese T-Shirts, die fand ich so cool auf der Seite. Das sind so Schnür-T-Shirts. Also das kann man so schnüren. Das ist auch gecroppt, langärmlich und da kann man dann so eine Masche reinmachen. Ihr seht das ja eh dann, wenn ich die Sachen anprobiere. Aber das finde ich halt extrem cute. Und das habe ich mir dann auch noch gleich in dieser Farbe hier mitgenommen. Ich glaube, die haben auch nur 9 Euro oder sowas gekostet. Und die Farbe finde ich auch mega, mega schön. So richtig herbstlich. So sieht das angezogen aus. Finde ich so schön. Das ist so ein richtiges Teil, das man einfach in seinen Kleiderschrank braucht, finde ich. Einfach so ein basic Teil. Das kann man hier ganz easy zusammenbinden. Das kann man auch so fest zusammenbinden, wie man mag. Dann hat man hier vorne so eine Schleife. Und ja, ich finde das mega, mega schön. Ich finde, das kann man einfach zu allem anziehen und zu jedem Anlass. Und genau. Das ist das Oberteil. Ich liebe es, aber mich stört richtig das hier da oben. Ich mag das irgendwie gar nicht an den Schultern, aber ich finde jetzt so vor Weitem, finde ich, sieht man das eh nicht. Und jetzt gerade sieht die Farbe richtig anders aus durch das Licht. Jetzt mache ich mal das Licht aus. Seht ihr die Farbe besser? Ich finde irgendwie, das macht einen richtig schönen Ausschnitt. Also das sieht echt mega gut aus. Und ich mag, dass es gecroppt ist. Ich muss es mir nur noch überlegen, weil ich mag das mit den Schultern nicht so. Aber ich finde, jetzt in der Kamera sieht man das eh nicht so, dass das hier solche Schulterpolster hat. Ja. Aber sonst gefällt es mir richtig gut. Ich finde, das ist ein mega gutes Herbstteil, das man überall anziehen kann, zu jedem Oberteil. Sagt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das mit den Schultern findet, ob ihr das störend findet. Also seht ihr, was ich meine? Das hat hier solche Riffel. Und deswegen hat das so einen Schulterpolster-Effekt ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob ich da einfach zu kritisch bin. Dann habe ich mir noch so einen Top bestellt. Das fand ich auch richtig cute. Ich mag die Farbe einfach mega gern. Und da finde ich das, stelle ich mir irgendwie so vor, man hat irgendwie eine Mom-Jean an, die Mom-Jean wieder, dann dieses Top und dann so einen richtig dicken Cardigan drüber. Und das finde ich dann mega, mega cute. Finde ich mega schön. Dieses Teil finde ich einfach extrem schön. Mega simpel. Das ist so ein richtig cooles Herbstteil und ja, das ist eben so ein, hier seht ihr das nochmal im Nah, so ein bisschen gerifft und da muss man halt einen anderen BH, obwohl das geht sogar, man kann dann ganz normal einen BH drunter anziehen und dann verdeckt das mit den Trägern richtig, richtig gut. Das finde ich immer fein, wenn man sowas hat. Ja, okay, hinten sieht man die Träger, aber ich würde das jetzt nie so im Herbst einfach so anziehen. Ich würde da eher einen Cardigan drüber anziehen. Okay, ich glaube, ich habe einen kleinen Fail gestartet. Und zwar habe ich mir eigentlich nochmal komplett das gleiche gekauft, wie ihr sehen könnt, bei Bull & Bear und bei Stradivarius. Ich glaube, da werde ich das hier zurückschicken, weil das andere gefällt mir dann doch besser. Ja, also das andere ist gecroppt da und da finde ich die Farbe auch einfach besser beim anderen, also bei Bull & Bear. Ich habe übrigens auch alles sonst in S genommen, außer eben bei dem einen Harvard Pullover, da habe ich N genommen. Dieses Oberteil hier gefällt mir angezogen mega, mega gut. Also ich habe hier jetzt noch eine Hose drunter an. Das sitzt mega, mega gut, aber eben da ich das eine schon von Bull & Bear habe, werde ich das nicht nehmen, weil mir das andere einfach besser gefällt, von der Farbe her, von der Länge her. Aber falls ihr ein längeres sucht, mit einem höheren Kragen, dann finde ich das mega cool und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also wenn ich das andere jetzt nicht hätte von Bull & Bear, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen, weil es sitzt auch mega gut und finde ich auch richtig schön und kann man auch zu allem anziehen. Dann, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah, da habe ich so einen Schlauchtop gekauft. In rosa. Keine Ahnung wieso. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich in Babyblau bestellt. Das kann auch sein, dass ich mich irre. Finde ich auch cute. Ich finde, das kann man einfach immer anziehen und ja, bin gespannt, wie das dann
angezogen aussieht. Das hat auch wieder solche Riffel drinnen, ist mega elastisch. Das finde ich eigentlich so für den Sommer mega schön, nur irgendwie ist gerade meine Lichterkette runtergefallen. Gutes Timing. Nur irgendwie die Farbe Rosa, weiß nicht, ob mir die so schmeichelt, muss mal schauen. Dann habe ich mir eine mega dicke Jogginghose bestellt, einfach weil jetzt alles Home-Uni ist und Online-Uni. Und deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir eine Jogginghose, damit ich gemütlich daheim sitzen kann. Jogginghosen gehen immer. Das ist die Jogginghose und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso mir jede Jogginghose so gefühlt viel zu groß ist. Seht ihr das, wie das aussieht von hinten? Aber ansonsten ist sie mega bequem zu tragen. Hier vorne könnte ich die auch noch enger machen. Und ich finde, so Jogginghosen, die müssen ja einfach nur bequem sein. Und deswegen, die ist mega bequem. Ich zeige dir euch mal von weiter Weg. Die Jogginghose hat von weiter Weg aus. Ja. So von hinten. Und dann habe ich mir noch einen Rock gekauft und zwar ein bisschen anders. Ich wollte einfach schauen, der sieht so aus. Ich wollte einfach schauen, welcher besser aussieht, welcher mir besser passt. Und deswegen habe ich mir den zweimal gekauft. Den finde ich auch mega schön. Der ist auch, der ist aber nur schwarz-weiß. Dann habe ich in Größe S gekauft. Und der eben ist ein bisschen anders geschnitten. Der ist ein bisschen... Oh, ist das eine Hose? Oh, das ist eine Hose. Das, also so eine Bermuda-Shorts, glaube ich, heißen die. Das finde ich ja richtig cool. Sehr cool. Ich hoffe, man sieht die Hose drunter nicht, weil sie ist auch manchmal so. Aber bin mega gespannt auf den Rock. Leute, wie cool ist dieser Rock? Bitte, ich kann nicht mehr. Seht ihr das? Das ist eigentlich eine Hose. Und mit dem Ding drüber, ich finde, das sieht so cute aus. Oh Mann, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich finde beide Röcke so schön auf ihre eigene Art und Weise. Die sind beide so unterschiedlich. Welcher Rock gefällt euch besser? Der ist mega, mega gut zum Tragen. Ich hätte da vielleicht noch eine XS nehmen sollen. Dann würde der auch besser sitzen. Also der sitzt jetzt schon gut, aber dann wäre das da oben hier nicht so locker. Ich mag das irgendwie lieber, wenn es ein bisschen enger ist. Aber sonst ist der echt so nice. Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. So sieht der von vorne aus. So, ich habe jetzt gleich den Harvard-Bulli angelassen. Ich finde den so cool und oh mein Gott, ich bin so zufrieden mit meiner Bestellung. Ich bin echt verliebt in die ganzen Teile. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass ich so viel nehmen werde. Aber ich schicke jetzt auf jeden Fall das eine Teil zurück, was ich von Stradivarius habe, was bei Bull & Bear ich auch habe, also das, was ich eigentlich doppelt habe quasi. Und das eine rosa Bandeau, weil ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich das im Unterbewusstsein irgendwie bestellt oder im Warenkorb drinnen lassen. Aber das schicke ich auch zurück. Das habe ich jetzt auch nicht anprobiert, weil das gefällt mir einfach nicht so wirklich. Und ja, bei den anderen Sachen, die zeige ich jetzt alle noch im Jakob. Und ich frage ihn nach seiner Meinung, was ihm so gefällt und so. Aber mir gefällt da nicht alles. Ich finde alles richtig cool. Die haben im Moment echt mega, mega coole Sachen. Und ja, die eine Jacke, die T-Shirt-Jacke, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich die behalten soll oder nicht. Weil das Video ist mega, mega aktuell. Also wenn ihr das seht, dann habe ich das gestern aufgenommen. Das lade ich nämlich gleich online. Ich bin echt mega gespannt, euch die Sachen zu zeigen. Das mache ich deswegen, dass die Sachen richtig aktuell sind und ihr alles noch bekommen könnt, falls ihr irgendwas nachshoppen wollt. Und genau, das war es jetzt eigentlich mit meinem Back to Uni, Back to School Herbst Lookbook. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr Lust auf mehr Fashion-Video habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könnt, damit ich das weiß, weil ich weiß nie, ob euch Fashion interessiert, ob euch nur Unikram interessiert oder so oder ob euch so ein Mix gefällt, wie ich das eigentlich sonst immer mache. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare und falls du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich auch selber einen Kommentar freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!